Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es zweimal Schokospaß aus dem Lidl und das hier ist quasi, ihr könnt es sehen und auch ein bisschen hören, man könnte es als Überraschungsei von Lidl bezeichnen. Wie das schmeckt und was da drin ist, das zeige ich euch natürlich gleich. Ich habe die vor ein paar Tagen mal beim Einkaufen im Lidl mitgenommen und dachte, Mensch, Guru, wenn du mal wieder in der alten Heimat unterwegs bist, dann hast du bestimmt Zeit, ein paar Videos zu drehen. Und ich bin gerade an Weihnachten, bin ich zu Besuch bei meinen Eltern. Da habe ich mir gedacht, jetzt ist es Zeit, mal die Lidl-Eier rauszuholen. Schokospaß kostet circa, lasst mich lügen, 56 Cent habe ich, glaube ich, bezahlt pro Ei, versteht sich. 20 Gramm Schokolade ist hier drin. Das ist genauso viel wie beim Original. Und ich weiß gar nicht, ist beim Original eigentlich weiße Schokolade das Innere? Weil hier steht drauf, dass hier weiße Schokolade mit drin ist. Und bei Kinderüberraschung ist es ja immer diese ganz, ganz besondere Milchcreme, die man einfach nicht nachmachen kann und die einfach so richtig geil schmeckt. Aber mal schauen, was Mr. Schock hier kann. Ich hatte die mal vor 3 Jahren aus Spanien mitgenommen. Da war ich total überrascht. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht so lange. Die kommen immer mal wieder als Saisonware und Weihnachten, das Fest der Eier, warum auch nicht, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, bringen wir nochmal raus hier. Ich mache es jetzt nochmal auf und dann schauen wir mal. Ich habe übrigens ein bisschen gegoogelt, gerade eben das Original-Überraschungsei gibt es seit 1974. Wie krass ist das denn, oder? Schon so lange auf dem Markt. Und was habe ich das als Kind geliebt. Und jetzt packe ich das Ganze mal aus und es ist also keine 1:1 Kopie, sondern hat man sich echt gedacht, wir machen mal eine Seite weiße Schokolade und die andere Seite Vollmilchschokolade. Riecht ganz lecker, aber hat diesen typischen Geruch von Discounter-Schokolade, sage ich mal. Also nicht so geil hochwertig wie von den guten Markenschokoladen, obwohl sich natürlich auch Schokolade aus den Discountern wie zum Beispiel bei Aldi nicht mehr hinter anderen Marken verstecken muss. Ich finde, Aldi macht richtig, richtig geile Schokolade von den Eigenmarken. Da kann sich Lidl tatsächlich eine Scheibe von den Schokoladendingern abschneiden. Ansonsten fand ich in diesem Jahr die Lidl-Aktion ziemlich cool, weil die auch so viel Fastfood und Junkfood hatten. Und während ich hier das zweite Ei auspacke, gibt es mal eine soll ich eine Großaufnahme schon mal machen von der Schokolade? Nein, ich mache das zweite Ei auf und dann gucken wir uns mal an, was da drin ist. Das knacken wir dann nämlich erstmal. Und dadurch, dass ich es so lange in der Hand gehalten habe. Ach, wie interessant ist denn diese Farbe. So ein Ei hatte ich noch nie. Und das scheint sich auch ganz anders zu öffnen. Und jetzt mache ich es auf und wir sehen uns wieder. Und was hier drin war, das nennt sich Funny Arctic Collection. Hier seht ihr nochmal die Schokolade in Großaufnahme. Und jetzt schauen wir uns an, was da drin war. Ein pinker Delfin mit ein paar Tattoos, der surft. Wer kennt ihn nicht? Den berühmten arktischen pinken Delfin. Mit Fantasie ist das auf jeden Fall hier echt gelöst. Und der hat auch noch hier so Ohrenschoner auf, was ich sehr gut finde, weil es ist wahrscheinlich auch gerade sehr kalt in der Arktis. So, und jetzt gucken wir mal, was ist im zweiten Ei dabei? Wie von Geisterhand hat sich das zweite Ei geöffnet und, oha, der kommt nicht aus der Arktik hier, der Dino, der kommt aus der Funny Heroes Edition und ich muss sagen, die sehen echt kreativ aus. Hier einmal die Arktis und dann nochmal daneben der Dino Superheld. Wow. So, und jetzt wird aber erstmal die Schokolade nochmal probiert. Ich bin verwöhnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die weiße Schokolade ist noch okay, die gibt so einen leichten Geschmack mit. Vollmilchschokolade schmeckt man, das irgendwie gar nichts mehr raus. Es schmeckt einfach nur wie eine fettige Masse. Und vom Aroma her, ich hätte gedacht, dass die Schokolade so ein bisschen rockt und nicht das Spielzeug. Aber die Schokolade bekommt von mir auf einer Skala von 1 bis 10 5 Punkte. Mag ich überhaupt nicht gerne. Also wenn man das wirklich im Vergleich zu der Kinderschokolade sieht, dann stinkt das echt ganz schön ab.
Aber die Figuren, die da drin sind, die finde ich echt süß und individuell gelungen. Das erinnert mich so ein bisschen an die erste Zeit des Überraschungseis. Okay, der Delfin ist jetzt vielleicht ein bisschen crazy, aber hier der Dino, der noch so einen leichten Silberblick hat, den finde ich echt genial. Der sieht so ein bisschen handbemalt aus. Mag ich. Ich würde mir wünschen, dass es wieder solche massiven Figuren in den Überraschungseiern gibt. Das stößt auch so die Sammelleidenschaft an. Und das finde ich ist ganz, ganz gut gelungen. Natürlich wird Lidl niemals so ein Kultprodukt erreichen, wie es Ferrero mit dem Überraschungsei geschafft hat. Aber die Figuren sind eine positive Inspiration. Schokolade ist so gar nicht meins. Deswegen bekommt die, jetzt habe ich gesagt, ich gebe ich tatsächlich jetzt mal, bin ich richtig streng, auch wenn Weihnachten ist. Schokolade 4 Punkte. Aber die Figuren bekommen echt 8 Punkte. Die finde ich echt gut gelungen, habe mich positiv überrascht. Und alles in allem zusammengefasst kann ich dem Ganzen zwischen 6 und 7 Punkte geben, weil heute Weihnachten ist. Und hier könnt ihr den Kanal abonnieren, irgendwo hier vorne. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Ich wünsche euch noch ein frohes Fest, ihr Lieben.